So, Freunde der Nacht, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft Retail Version. Boah. Paladin. Und das PvP. Ich will nicht sagen, aber ich habe ein bisschen Schiss vor dem Kerl. Der wird mich angreifen, wenn er kann. Und er kann ja. Mist. Hier ist zu viel los. Wie viel muss der Hund denn bitte essen, fressen, damit er hier mal den Schlüssel auskackt? Ich frage mich, ob das zufällig ist oder nach einer festgelegten Anzahl an Tries passiert. Wieder nix. Torspiel. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Darf nicht wahr sein, ey. 10 Stunden später. Ich frage mich halt allen Ernstes, ob jemand mal gequestet hat, einen Höllen-Eber umgeklatscht hat und dann direkt der Schlüssel dabei war. So eine Kacke, der dämliche Paladin da, ey. Oh, da ist noch einer. Da ist ein Höllenheber. Ich meine, der hat ja nicht umsonst seinen PvP-Modus an. Endlich, Halleluja. Halleluja. Singen die Engel. Sogar noch eine Quest. Ich bin fast wieder im Geschäft. Das Problem ist nur, dass diese Gun-Narek sich in meiner Mine herumtreiben. Ich kann meine Peons dort nicht hineinschicken. Und auch wenn mir der Schredder, wenn ich meinen Schredder repariert habe, möchte ich nicht riskieren, dass er im Kampf schon wieder kaputt geht. Der Anführer der Gun-Narek haust tief unten in der Mine. Wenn ihr ihn tötet, hauen die anderen Gun-Narek vielleicht ab. Dann könnte ich endlich Geld verdienen und von hier weggehen. Gut, das ist also... Oh. War absolut klar. Ja, nö, dann mache ich das später. Der macht nämlich sowieso jetzt die gleiche Quest. Ja, habe ich dann keine Lust drauf. Der war früher übrigens mal die Elite.
man auch verändert. Muss ja leichter werden. Und da braucht man auch definitiv früher eine Gruppe für. Da stirbt er jetzt auch mal. Gerade erst rumgeprahlt, dass es so einfach ist. Dann kriege ich hier richtig aufs Maul. So, da hinten sehe ich noch eine Mine. Richtig viel Teufelseisenerz hier, meine Güte. War das schon immer so? Eigentlich dachte ich, das Einzige, was wirklich was wert ist, ist Kobalt. Und das gibt es eigentlich erst in... in VOTLK. Ja, Nordend. Die komischen Schleime muss ich nicht töten. Nein, das ist auch nicht. Machen wir hier gar keinen Stress. Ist sich jetzt geteilt? Nee. Dachte gerade. Ähnliches Viech wie in HDW. Die Mistviecher. Dieses Teilen von diesen komischen Schlammlingen, ne? Das ist ja auch so alt wie WoW selbst. Ne? Sieht man ja momentan in WoW Vanilla, nämlich im Classic-LP. Diese Viecher da in den Höhlen des Wehklagens. Die sich auch teilen, wenn man sie nicht schnell genug tötet. Ist echt nicht geil. Hast du plötzlich zwei Viecher. Und vor allen Dingen, es droppt nur einmal was. Ne? Also, du hast dann den doppelten Stress, kriegst aber nur einmal Belohnung. Fair geht auch anders. Ich bin außer Reichweite. Das könnte hier nicht von Rahmen sein. Vorakem. Unheilsbote. Ist aber nicht da. Gut. Ich könnte die Axt jetzt ja auch benutzen. Ich glaube, benutze mal das Totem, meine ich, bei der Axt. Wenn ich schon mal hier bin, ich bin ja näher dran. Wenn man sich übrigens den Himmel anguckt, dann merkt man spätestens, dass man hier nicht auf Azeroth ist. Ich frage mich, ob es irgendwo bei uns im Universum einen Punkt gibt, wo man in den Himmel schaut, dann sieht man auch so viele nahe Planeten in dieser Farbenpracht. Also jetzt natürlich nichts Ähnliches, aber irgendwie vielleicht so rein optisch was Vergleichbares. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Das ist nicht die Axtquest, oder? Doch, ist sie. Verstehe ich nicht. Muss ich das Totem hier benutzen? Nee, das ist ja auch... Wo war denn der Körper von dem Rückenbrecher? Der war hier, oder? Da unten. Gar nicht
angezeigt. Ich weiß nicht, wo der Kerl ist. Shit. Hier ist er. Wird mir hier nicht angezeigt. Questtechnisch. Lauschen den Kopf in die Höhe. Und jetzt, mein Freund? Jault er einmal. Und rennt los. Und ich markiere ihn. Ich weiß halt nicht, ob das so erforderlich war. Ich meine, das Target wird uns ja vorgegeben auf der Map. Aber ich war ja da und da habe ich irgendwie nichts machen können. Das Tolle ist, ich habe halt jetzt einen Flugmount. Komme ich halt easy peasy hinterher. Wird sich halt hier serpentinmäßig hochschleusen und dann, ja. Immer weiter höher. Frag mich, ob das wirklich erforderlich ist, dem jetzt hier so zu folgen. Ich wette nämlich nicht. Nur irgendwie verplant, als ich da vorne war. Kann ich hier die Mine mitnehmen? Ohne dass mir der Wolf wegläuft. Es ist keine Eskorte-Quest, ne? Das muss man sich vor Augen führen. Es ist keine Eskorte-Quest. Das heißt, wenn der out of range läuft, ist die Quest nicht fehlgeschlagen. Hier müssen wir später auf jeden Fall auch noch questen. Ich erinnere mich an dieses Dorf hier. Diese Hütten erinnern mich irgendwie immer an diese Star Wars Hütten auf diesem Sandplaneten. Ich bin kein Star Wars Crack, deswegen kann ich euch jetzt nicht den Namen des Planeten nennen, wo diese Häuser. Ich glaube, es war. Ich finde, es sieht schon fast so ein bisschen aus wie das Zuhause von Luke Skywalker. Aha. Jetzt ist hier die Quest auch auf einmal. Jetzt wieder nicht. Raus damit. Der muss in der Nähe sein. Gibt's ja gar nicht. Die Makar. Diese Neuigkeiten, die ihr von jenseits des dunklen Portals bringt, ihr wollt mir ernsthaft glauben machen, dass der Sohn Durotans über die jenseitigen Länder geherrscht hat, frei von dämonischem Einfluss und nun
Sind seine Leute in diese Welt zurückgekehrt? Um euretwillen hoffe ich, dass das nicht irgendein perfider Witz sein sollte. Krieger, es ist schwer zu beschreiben, was dies für mein Volk bedeutet. Ich werde umgehend eine Botschaft nach Nagrand schicken. Höllschrei muss davon erfahren. Bringt diesen Brief zu eurem Anführer in Fralmar. Sagt ihm, die Magare heißen euch willkommen. Ich glaube, das ist jetzt so das erste Mal eine Quest, die von dem abweicht, was ich normalerweise von der Allianz kenne. Weil als Allianzler bekämpft man die Makare. Ja, und verbündet sich nicht mit denen. Bin ich mir sehr sicher, dass das so war. Denn ich erinnere mich sehr gut, dass ich hier früher ein richtiges Gemetzel auf Seiten der Allianz angestellt habe. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Na gut, liebe Leute. Soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft Retail-Version. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.